Trau mich nicht. Habe ich sie erwischt? Sollte ich da hingehen? Sollte ich es lieber lassen? Sie ist weg, ne? Wie es scheint, ist sie weg. Aber getötet habe ich sie nicht. Okay, danke für den Hinweis, mit dem ich muss bereit sein. Okay. Paranoia hier. Okay, ich laufe mal ein bisschen schneller, ne? Die kann ja den Fluss nicht überqueren, glaube ich. Weiß ich nicht. Gleich steht sie vor mir und dann schreit hier jemand. Dreht lieber schon mal die Lautstärke runter. okay. Okay, das war cool. Das war ganz toll. Das war ganz klasse. Komme ich denn jetzt hier rein? Nee, immer noch nicht. So, müssen wir das hier wieder schließen? Nee, brauche ich nicht. Ah, da ist er ja. Ich bin froh, deinen Körper unverletzt vorzufinden. Der Fütter garantiert irgendwas im Schilde, ne? Du solltest froh sein, dass du meiner Aufforderung gefolgt bist, in der Nähe zu bleiben. Du kannst das hier tragen. Was? Was hat er mir da gegeben? Verwahre es sicher auf unserer Reise. In der Nähe gibt es eine weitere verlassene Hütte. Ruhen wir uns dort aus. Was hat er mir da gegeben? Gefäß mit Blut. Ih, was? Spiel gespeichert? Oh. Warum muss ich so ein Schweinkram mit mir rumtragen? Wir sind in der Nähe der Hauptstraße. Musst also die Umgebung genau im Auge behalten. Und hab keine Angst, mein Kind, denn du bist in Sicherheit hier bei mir. Ja, bevor du dich zur Ruhe legst, muss ich dir etwas mitteilen. Während ich gewartet habe, naja, also weißt du, dass du das Gefühl geholt hast und so, hat sich in den Schatten eine Kreatur gezeigt. Es ist schnell ins Gebüsch geflogen, aber ich glaube, dass es uns folgt. Mein Kind, siehst du, wie die Gestalt die Maske zerstören? Masken? Ah, warte mal, wie der Typ, von dem wir in der letzten Episode gejagt wurden, ne? Deshalb musst du nach Gestalten Ausschau halten, während ich mich in der Hütte ausruhe. Okay, wecke mich auf, wenn du Gefahren erblickst, aber hab keine Angst vor seltsamen Kreaturen. Ja, ne? Ich bin in Sicherheit, wenn er bei mir ist. Ich find's klasse. Na, wir sehen uns hier erstmal oben. Ah, okay. Hat das Licht eingeschaltet. Wunderbar. So. Ich bin auf der Hut. Ich bin auf der Hut. Ich sehe mich nur um. Ich will hier gar. Alter, ist ein Tor. Das aber verschlossen ist. Okay, ich will gar nichts. Ich will nur gucken. Ich will auch nichts kaufen. Nein. Nur gucken, wenn ich. Nur gucken. Wie hatte das linke Licht an, wenn er schlafen will? Sagt er seinen Kumpels Bescheid von wegen. Das Kind ist bei mir. Ich bringe es zu euch. Geduldet euch noch ein wenig. Halt! Nein, da war nichts. Ich hau immer schon mal drauf. Ne? Warum hau ich immer schon mal drauf? Es besteht doch gar kein Grund dafür. Da geht's da irgendwo hin. Ja, da geht's irgendwo hin. Okay. Ich sehe mir das hier erstmal an. Da ist nichts. Den Stamm kann ich auch nicht mitnehmen. Hier ist nichts weiter. Sag mal, ist das eigentlich zu düster für YouTube? Ich habe keine Ahnung. Es wird jetzt ja ziemlich düster. Okay, wir sollen wohl dorthin gehen, ne? Ich krieg schon einen Krampf im kleinen Finger, weil ich die Shift-Taste drücke. Okay. Geführte Exploration. Das hier ist übrigens ein Open-World-Game, ne? Nur, dass ihr Bescheid wisst. Hüstel. Da. Ah, nee, war nur ein Vogel. Wieso gehe ich denn eigentlich? Hä? Wieso macht er das so? Jetzt macht er es richtig. Okay, sollten wir so weit weggehen? Ist das eine gute Idee? Ich glaube ja irgendwie nicht. Ach, was ist das denn da? Guck mal. Was ist das? Da kommen Leute. Ich glaube, ich möchte das nicht. Nee, sie hauen ab. Sie sind dann nach rechts weitergegangen. Okay. Ist das so eine gute Idee, hier hinzugehen? Hätten wir uns nicht vielleicht erstmal im Haus umsehen sollen? Hm.
sollte vielleicht mal das Licht ausmachen. Nee, das ist nicht gut. Licht ausmachen ist keine gute Idee. Ist das ein guter Plan, hier so rumzustreichen? Hier ist eine verschlossene Tür, das ist gut. Das heißt, hier gehen wir auf keinen Fall weiter. Was ist denn hier hinten? Ich verstecke mich hier. Gruseliger Baum. Ich hau ab. Ist hier auf der Seite irgendwas? Ich hoffe auf eine Münze. Ich möchte den jetzt nicht so direkt hinterherlaufen, weil, ne, wer weiß. So, okay. Was ist das hier? Marmorboden. Indem wir uns spiegeln, unsere Fassplatze. Vielleicht hätten wir den Fluss doch mal sinnvoll nutzen sollen, ne? Ihr wisst schon, für ein Bad. Was ist denn das hier? Kreis, Kreis. Kreis, X, Kreis. Irgendwas? Nee. Da, guck mal, da liegt was rum. Oh. Seele der Gesichtslosen. Unendlich, nicht, immer abwechselnd. Okay. Kann ich da was machen? Nee, kann ich nicht. Da, oh, da war eine Münze. Boah, habe ich mich verjagt. Hör mal, nee, es ist eine andere Münze. Rautenmarke, eine kleine Marke aus Metall, auf deren Oberseite eine Raute eingraviert ist. 1 von 4 gesammelt. Da bin ich ja froh. So. Okay. Sonst ist hier aber nichts, ne? Muss ich mich für irgendjemanden irgendwas in Acht nehmen? Vermutlich. Ich übe nur ein bisschen mit dem Schwert, nicht, dass ihr euch wundert. So. Vielleicht gibt es hier etwas, das ich benutzen kann. Was? Ich sollte nachsehen, bevor ich weitergehe. Was? Okay. Etwas, was ich benutzen kann? Boah. Keine Ahnung. Also das einzig Interessante war ja dies hier. Der Z. Ah, hier, guck mal. Wenn man die Geister der Verstorbenen herbeiruft, muss man ein Lebendopfer bringen, um die Toten zu besänftigen. Du benötigst eine Quelle des Lebens, die normalerweise in einer Laterne getragen wird. Aber andere Quellen sind auch akzeptabel. Halte die Quelle des Lebens nahe an die Kugeln. Dann wird ein Teil an die Kugel auf die Kugel übertragen. Wenn eine Kugel versehentlich erhellt wird, musst du die Quelle des Lebens löschen. Wenn ein lebloses Objekt sich in der Kugel nähert, wird das Leben der Kugel entzogen und sie bleibt als leere Hülle zurück. Die Quelle des Lebens, das ist ja unser Unendlichkeitszeichen. Und ich glaube, wir haben jetzt die Tod, wir haben das Blut bekommen. Ist das der Tod? Musst du die Quelle des Lebens löschen. Okay. Okay. Ha. So. Hat das irgendwas hiermit zu tun? Ich glaube nicht. Guck mal, hier wird ihm nur übel. Aber was ist hier gemeint? Hier? Ah, das ist gemeint. Okay, gut. Warte mal, dann lass mich doch nochmal gucken. Das muss aber aus sein. Okay. Warte mal. So, wir haben hier 1, 2, 3. Das. Nee, wo ist der dritte? Da ist der dritte. Okay, aber das passt gerade nicht. Gut, also der hier muss an sein. So, der muss gerade aus sein. Okay, wunderbar. So, dann der hier muss an sein. Genau, und der hier vorne. So, und was passiert jetzt? Oh. War das ein guter Plan? Hm. Er wollte es ja so, ne? Warum rufst du mich erneut? Ich habe alles gesagt, das ich sagen wollte. Ein Moment, du gehörst nicht zur Obrigkeit. Wer bist denn du überhaupt? Ich bin es, das verlorene Kind. Das soll ich dir glauben? Ich habe nicht erwartet, dich so bald hier zu sehen.
Du musst wissen, dass die Obrigkeit das Land nach dir durchsucht. Okay. Sie haben viele Geister beschworen, um Informationen zu sammeln und dich mit ihrer Hilfe zu finden. Sie gehen nicht das Risiko ein, dich frei herumlaufen zu lassen. Ich werde einen Weg zum König für dich vorbereiten. Oh. Setze deinen Weg fort und alles wird gut werden. Solange du dich von den Kreaturen des Waldes fernhältst, hast du nichts zu befürchten. Ich muss dich jetzt verlassen. Euch? Wieso euch? Ich wünsche dir eine sichere Reise, mein Kind. Und weg ist er. Okay. Dürfen wir jetzt gehen, bitte? Das ist alles zu schräg hier, echt jetzt. Das ist alles wirklich schräg. So, hier muss es doch... Warte mal, hier gibt es den Weg. Okay, das ist alles sehr düster. Sehr, sehr düster. Und da komme ich auch nicht durch. Ja, wie es scheint, bleibt nichts anderes übrig, als zurückzugehen, ne? Oder kommt jetzt nochmal eine Kampfszene mit der Spinne? Wundern würde es mich nicht. Halt, warte. Moment. Nee. Ich gucke erst nochmal da hinten links. Da war doch auch noch ein Tor. Ob das durch dieses Ereignis jetzt geöffnet bleibt. Ist. So, hier war doch das, ne? Nee, leider nicht. Schade, schade. Na gut, vielleicht sollten wir zum Jäger zurückkehren. Ich traue dem zwar immer noch nicht, aber hey. Und? Okay, ich brauche schon so schnell es geht. Es gibt ja nur einen Weg, ne? So, jetzt nach links. Warte, noch nicht. Jetzt nach links, genau. Was war das? Was war das? Es ist zu ruhig, ne? Wenn es zu ruhig ist, bedeutet das in der Regel Kreisch. Ich bin mega angespannt gerade. Ja. Okay. So, und jetzt können wir jetzt da rein? Ne, können wir nicht. Aber wir sind schon fast wieder zurück. Also, wenn ein Jumpscare kommt, wäre jetzt die richtige Gelegenheit. So, okay. Hier ist der das Licht immer noch brennen lassen. Ich höre was. Das ist nur das Feuer. Oh, okay. Ich kann nur das Feuer ran. Oh, da ist er ja. Na, ich bin ausgeruht und habe mich auf den Rest unserer Reise vorbereitet. Wie schön. Wirst du deine Wache... Wie ist deine Wache verlaufen? Ach du, total ereignislos. Ich habe, glaube ich, zu viel Rauch eingeatmet. Jäger, ich glaube wirklich, dass eine Kreatur uns verfolgt. Ich habe dir bereits gesagt, dass du nichts zu befürchten hast. Ich selbst werde dich vor Gefahren schützen. Eben als du geschlafen hast, hat es wunderbar funktioniert. Ich kenne den Weg, der vor uns liegt und wie du die Rückseite deiner wunderschönen Maske kennst. Lass uns jetzt weiterreisen. Darf ich mich auch noch ausruhen? Und wieso ist ein Jäger? Wieso schläft er in dem Haus? Wieso kennt er sich so aus? Okay, oh, wir sollten ihm folgen, ne? Ja. Wir sollten ihm schnell folgen. Okay. Da oben will ich... Ah ja, ich gucke erstmal hier, ne? Da geht's natürlich nicht hin. Ich komme! Hab nur kurz die falsche Taste gedrückt. Oder so. Er wartet ja auf uns, ne? Dann gucke ich mich auch mal hier um. Da ist bedauerlicherweise gar nichts. Guck mal, was ist denn das da? Ich weiß es noch nicht, aber ich glaube, wir gehen da jetzt auch gleich rein. Noch nicht zu nah rangehen. Ich möchte auch noch die andere Seite sehen. So, auch wenn hier nichts ist, ich möchte es zumindest abgeklappert haben. Aber arg dunkel hier. Okay, und keine
keine Tür, kein Tor. Wieso gehen wir auf einen Friedhof? Was zum... An der Spitze des Turms ist jemand, der uns helfen kann, das Blut des Bösen zu bekommen. Der Eingang des Gebäudes ist sicher verschlossen. Suche also aufmerksam nach einem Schlüssel. Was? Aber wir haben doch, glaube ich, einen Schlüssel, ne? Guck mal. Rostiger Schlüssel. Ja. Brauchen wir da noch einen? Wo läuft der hin? Der bleibt einfach da stehen, ne? Ich guck mal hier. Das wollte ich ohnehin. G11. G11. Wir hatten unten im Labyrinth V91 oder so. Ja, guck mal. V91 gefunden. Hier ist verschlossen. Ich laufe mal lieber nicht, sondern gehe mit normaler Geschwindigkeit. Sonst übersehe ich hier noch mehr. Okay, gut. Hier ist offensichtlich nichts. Was hat das zu bedeuten? G11V91 und so. So, lass mich raten, wir müssen den Schlüssel finden. Ne? Nicht du, sondern wir. Hallo, ist jemand da? Ich bin nur durch Zufall hier reingerannt. Ist ja eklig. Ich kann das. Ach so, ich schneide die ab. Deshalb fallen die runter. Da ist ein Schlüssel. Ah, guck. Ja, Gegenstand hinzugefügt. Könnte eine Tür in der Nähe öffnen. Meinst du? Wir gucken hier auch nochmal. Das ist ja widerlich. Warum hängt hier so viel rum? Warum ist es hier so blutig? Und überhaupt. Ach, mit Fleischverarbeitung haben sie es hier aber, ne? So. Bevor wir zu ihm gehen, sehen wir uns selbstverständlich alles andere auch noch an. Hier liegen bestimmt noch Münzen herum und so. Okay, ich sehe nicht wirklich viel. Die Tür ist verschlossen. Nee, die Tür ist nicht verschlossen. Oh nein! Nein, ich wollte da noch. Nein, ich will da noch gar nicht rein. Ich will mich noch weiter umsehen. Kann ich hier draußen warten, während du da reingehst? Nein, ich kann nicht. Na, fabelhaft. Und die 2D-Tür schwingt wieder zu. Oh, ich will mich noch weiter draußen umsehen. Das war ein Versehen. Entschuldigung. In dieser Kiste befindet sich eine Kreatur. Sie runzelt andauernd die Stirn. Sie ist stets traurig. Ein Schleier der Depression hat sich über sie gelegt. Sie wird uns einen Tropfen ihres Blutes geben, denn sie möchte den... Was? Denn sie möchte den König fallen sehen. Okay. Wenn sie dich fragt, lass sie nicht wissen, dass du zu den Freudigen gehörst. Wie gut, dass du das jetzt gerade nochmal gesagt hast. Vielleicht hat sie uns ja gehört. Okay. Die Kiste ist leer. Es ist fort. Er. Hast du nicht von einer Kreatur gesprochen, die unter den Bäumen im Wald umherwandert? Ja, doch, das habe ich, glaube ich. Wir müssen schleunigst verschwinden. Ich werde an der nächsten Hütte Wache halten. Nein! Mach das nicht, ich will den Rest des Geländes noch erkundschaften. Ach. So. Wenn du dich ausgeruht hast, ist es nicht mehr weit bis zum Dorf. Ich bin erpicht darauf, dort anzukommen, deshalb werde ich jetzt in die Hütte begehen. Kann ich mich nicht hier umsehen? Was ist? Doch zuvor muss ich etwas über dein Lächeln sagen. Was ist damit? Es ist hinreißend. Wunderschön. Was? Du hast einen echt miesen Geschmack. Wirklich. Jeder Zahn ist mit solcher Feinheit geformt. Ich möchte dich fragen, ob ich es tragen dürfte. Was? Was ist das für ein komischer Kerl? Ich kann es nicht entfernen, denn immer wenn ich den Versuch unternehme, sehe ich schreckliche Bilder vor meinen Augen. Die können nicht so furchterregend sein, dass du es niemals ablegen würdest. Ich habe dir schon sehr geholfen, mein Kind. Mein Lächeln kann nicht entfernt werden.
Ich habe dich durch das ganze Königreich geführt und du willst mir im Gegenzug kein bisschen helfen? Was ist das für ein komischer Typ? Okay. Inwieweit ist... Ey, du musst nicht lächeln. Gib es mir. Nimm es ab. Ey. Was? Schlaf gut, mein Kind. Ja, jetzt kann ich bestimmt super schlafen. Oh, ich sag doch, mit dem stimmt was nicht. Okay, bevor ich in die Hütte gehe, jetzt, ich will die Chance nicht noch einmal verpassen, ne? Wir sehen uns jetzt hier um. Was ist das für ein... Oh. Der fühlt uns garantiert nicht richtig. Diese Sache mit dem Blut ist doch vollkommener Blödsinn. So, was haben wir hier? Nix. Da, vielleicht auf den Kissen. Nee, gar nichts. Alles eingezäunt. Da am Brunnen gehen wir gleich hin auf dem Rückweg. Hier ist wieder ein Tor, durch das ich nicht komme. Ich muss meinen schmerzenden Körper ausruhen, bevor ich weiterreisen kann. Deinen schmerzenden Körper? Was? Hier ist auch nichts. Okay. Na ja, schön. Dann gehen wir mal da hin. Hier auf der Veranda vielleicht. Da, siehst du? Yay! Gegenstand. 2 von 4 und 4 von 5. Na gut. Boah. Ist nicht so wichtig, oder? Gut. Also denn. Hier, guck mal. Da ist was? Aha. Da geht's nicht rein. Haben wir hier irgendwas? Da hat jemand Wurfübungen veranstaltet. Hier ist nur eine Matratze. Eine alte, pegige Matratze. Guck mal in die Kamera. Hi, habe ich nicht ein wunderschönes Lächeln? Okay, wir schlafen. Oh, falsch rum. Immer mit den Füßen zur Tür. Und das Licht geht an. Natürlich. Hier sind aber jetzt mehr Betten, ne? Oh, guck mal, die da hinten schweben. Ich bin in dieser Nacht voller Furcht. Was kann ich denn jetzt tun, um meine Mission, meinen Freund zu finden, voranzukommen? Ich brauche immer noch das Blut des Bösen für meinen Namen, aber ich bezweifle, dass er hier die Wahrheit über dessen Erschaffung gesagt hat. Ich fühle mich bei ihm nicht sicher. Gute Einsicht. Ich möchte ohne ihn zum Dorf reisen und ich glaube, wir sind schon nah genug, dass ich allein den Weg finden kann. Aber wenn er die Wahrheit spricht und ich wirklich einen Namen brauche, muss ich eine Kreatur der Trauer finden, der ich Blut entnehmen kann. Ich wünsche, das verlorene Kind könnte mir helfen, aber ich weiß, dass er nicht in meiner Nähe ist. Er hat sich nicht bemerkbar gemacht, selbst als ich in Not war. Der Jäger hat es nicht geschafft, mir dabei zu helfen, alles für meinen Namen zu beschaffen. Ich habe das Gefühl, ich muss nur meine Entscheidung treffen. Entweder der Jäger hilft mir, meinen Namen fertigzustellen, bringt mich zum Dorf. Oder ich nehme dem Jäger sein Blut für meinen Namen ab. Wir wissen doch was. Das ist eine Option. Echt? Ernsthaft? Das bleibt von ihm doch nicht unbemerkt. Also auch wenn er jetzt schlafen würde. Soll ich es riskieren? Ich meine, das ist so schräg, dass es schon wieder gut sein kann. Entweder jeder hilft mir, das glaube ich nicht, dass er mir hilft. Also ich probiere es einfach mal. Wenn es eine doofe Entscheidung ist, können wir es vielleicht auch noch anders angehen. Ich werde heute Nacht erwachen, um das Blut des Bösen zu sammeln. Du weißt nicht, ob er wirklich böse ist. Ja, er ist ein schräger Kauz. Und ja, ich traue ihm kein Stück. Aber ob er wirklich böse ist, das wissen wir nicht. Okay. So, wach bist du. Super. Liegt auf dem Tisch irgendwas Brauchbares? Nein. Ich glaube nicht, dass der Jäger einfach sein Blut hergeben wird. Oder es war von ihm so geplant. Das kann natürlich auch sein. Oh, okay. Was jetzt? Kampf? Bestimmt Kampf, ne? Hallo? Was machst du? Nein!
das nicht mehr. Ich nehme das Blut mit. Zwei neue Gegenstände im Inventar. Jerks. Oh meine Güte. Okay, er hat eine Halbmondmarke. Oh. Er hat eine Halbmondmarke, eine kleine Marke aus Metall, auf deren Oberseite ein Halbmond eingraviert ist. Und das Blut des Jägers. Aus dem Hals des Jägers entnommenes Blut wird verwendet, um deinen Namen zu erschaffen. Gefäß mit Blut. Okay, ganz toll. Oh nee, Alter. Ja gut, er stört jetzt nicht mehr, ne? Muss ich da nochmal langwandern? Nein, muss ich nicht. Ich hau jetzt ab. Komm nochmal schön am Feuer vorbei, um dein Werk zu betrachten. Und bist jetzt glücklich? Warum? Guck mal da oben. Ist das schon das Schloss? Wir werden es ja bald herausfinden, ne? Warte mal, wo geht's da denn lang? Hier geht's dorthin, wo ich nicht entlang komme. Hier unten geht es auch nicht weiter. Okay, gut. Es gibt halt, die nehmen wir mit. Jetzt haben wir da, glaube ich, mal alle gesammelt. Nee, 3 von 4. Nee. Ja, okay. Es gibt nur einen Weg vorwärts. Moment, ist ein Bach. Jetzt geht er von alleine. Das sieht schon cool aus, ne? Wenn es nicht so was Komisches, so eine komische Geschichte dahinter gäbe, wäre das schon cool. So, was ist denn jetzt? Ich fuchtel mit der Sense da rum. Spiel gespeichert. Mhm. So. Es geht höher und höher und höher. Achso, ich kann auch laufen. Warum laufe ich eigentlich nicht? Weil ich nicht irgendwas in die Arme rennen möchte. Wo geht's hier lang? Gar nichts, geht's da lang. Und weil ich alles sehen will. Na klar. So, was haben wir denn hier? Du rennst jetzt aber nicht zum Schloss hoch, ne? Das wäre vielleicht ein bisschen früh, meinst du nicht? Okay. Wären wir schon so weit? Und der Mond schien helle. Erstmal vorsichtig um die Ecke lupen. Geht's hier auch noch irgendwo hin? Ja, nirgendwo. Okay. Was haben wir denn hier? Ich hole mal das Schwert raus. Eden. Entering Eden. Ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht. Wir sehen uns erstmal wieder in den Zeiten um. Ne? So, was steht hier? Brunnen des Vaters. 4 Marken mit eingravierter Raute. Natürlich. Haben wir irgendwas? 3 von 4, 4 von 5, 1 von 3. Ja. Ich glaube nicht, dass ich bin ziemlich sicher, dass ich das gar nicht möchte.